Heute Boykretics oder nicht? My eyes really open, I'm still. Get into the bed with Chit Chat. Got my hat back and I backtrack. Oh, erster Eindruck. Kranke Scheiße. Club Reclatics kann ich mir halt gar nicht mehr vorstellen. Du, der ganze Körper und es hat Spaß und hast so einen geilen Beat. Von jung bis alt, alle dabei. My wilderness taught me three things. You gotta be original. Drunk night, subliminal movement, be pivotal. Never really cry for pain. Main, so I start like baby and I work like Wayne. Ja, hi, ich bin heute mit der Leonie hier. Wir haben gerade zusammen die Breakletics Class gemacht und die Leo ist öfter bei mir in den Kursen wöchentlich. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist Breakletics für dich? Wie bist du dazu gekommen? Das war eigentlich ganz spontan. Da hieß es auf einmal, yo, es gibt jetzt Breakletics in unserem Fitnessstudio und dann dachte ich, guck ich mir mal an. Ja, und nach der ersten Stunde war ich eigentlich voll begeistert und seitdem komme ich fast immer. Ja, es war, ja, hier haben wir es das erste Mal getestet, hier im Robinson Club Pamphylia. Nein. Ist richtig cool, die Musik ist toll und die Bewegungen sind einfach toll. Du trainierst deinen ganzen Körper und es macht mega Spaß. Ja, das ist eine sehr gute Alternative. Eigentlich spiele ich Fußball und ich habe gemerkt, mir fehlt ein bisschen die Beweglichkeit. Ich wollte ein bisschen mobiler werden, flexibler in meinen Bewegungen, deswegen bin ich hier beim Workout. Seitdem ich das mache, bin ich beim Fußball beweglicher, schneller, agiler und habe gemerkt, das ist eine super Alternative. Du bist ja schon richtig lange jetzt Trainerin, ne? Du warst in der ersten Ausbildung in Köln dabei bei mir. Wie bist du auf Breakletics gestoßen? Ich habe das schöne Video auf Facebook gesehen, wie Peter aus der Bahn da aussteigt. Ja. Und das hat mich direkt so gefangen. Ich bin so fit geworden und ich konnte vorher keinen Push-Up. Ich kann jetzt Push-Ups machen. Ja, also ohne Breakletics kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Hey guys, my name is Mintu and I'm a Breakletics coach from Berlin. And I'm gonna share with you guys now why Breakletics. So, I started Breakletics 3 years ago, and back then I was not in shape like I am right now. And there was a point in my life where I was like, okay, girl, you gotta change something, and you need a goal. And my goal was to lose weight and to do more fitness. And in the same time, I met Peter, the owner from Breakletics, and I was asking him if he would train me. And we trained then every day. He was also explaining me like his visions about Breakletics, and he was showing me all the Breakletics exercises. And it was very interesting for me, you know. It was also challenging. But I really liked the workout because it was just fun, because we did it on the music and I was learning a new exercise and new movements every day. You know, it wasn't the proper fitness exercises you see in other classes, and I think that was the reason why I was so curious about it. Yeah, and so we trained every day. It was intense, guys. Sometimes, I mean, now I'm teaching it and I still love to teach it because there are different people who are coming in the classes and, you know, I had kids and parents and teenies. I had all the ages in these workshops and in the classes already, and it's always nice to see and hear the feedback of the people. And since I realized how much it actually helped me to feel better, you know. Das Beste an dem Training ist einfach, dass es so ganzheitlich ist und ein geniales Ganzkörper-Workout. Und durch die Musik hast du einfach so eine geniale Motivation für die Teilnehmer und jeder hat einfach Spaß. Also es waren mega viele neue Learnings mit dabei. Ich konnte neue Kombinationen und Sachen einfach lernen, damit die Kurse noch cooler werden. Also wirklich so ein paar richtig nice kleine Tricks, um das Ganze noch spannender und wieder echt cool zu gestalten. Und ja, vor allem auch zu gucken, wie coache ich richtig, ne? Also wirklich nochmal den Fokus drauf zu legen, auch wie schaffe ich es für jedes Level anzubieten. Das wäre echt cool. Ich habe es auf der FIBO 2017 kennengelernt und damals bei einem Workout auf der Bühne kurz nur mitgemacht und hat mich sofort gecatcht, also gleich die Ausbildung gebucht und ich bin einfach dabei geblieben, weil ich an meinem eigenen Körper gemerkt habe, dass sich wirklich was verändert hat. Durch Breakletics hat sich mein ganzer Körper und die ganze Form meines Körpers nochmal verändert
Und ja, es hat Suchtpotenzial, was soll ich sagen? Ursprünglich habe ich bei dir mit Zumba angefangen tatsächlich und fand das zwar ganz cool und Tanzworkout und anstrengend auch. Und dann hat Zumba aufgehört und du hast gesagt, ja, aber Breakletics und das fängt jetzt an. Und probier's doch mal. Und ich habe probiert und seitdem jede Woche zweimal dabei. Hey Leute, mir wurde die Frage gestellt, why Breakletics? Und die Frage ist eigentlich ziemlich einfach zu beantworten, weil Breakletics einfach ein richtig, richtig geiles Workout ist. Ihr trainiert in einer Stunde immer den kompletten Körper, Kraft, Ausdauer, Mobilisation. Es macht euch so viel fitter. Ihr lernt euren Körper so gut kennen, weil ihr wisst manchmal gar nicht, was euer Körper alles kann. Es macht so viel Spaß, es ist für jedes Fitnesslevel geeignet. Guckt in eurer Umgebung, wo es Kurse gibt, in Fitnessstudios, Outdoor. Wenn ihr niemanden habt, der es bei euch in der Stadt anbietet, dann holt euch die App. Ihr könnt es überall machen, zu Hause, im Urlaub, hier am Strand wie bei uns. Richtig, richtig cool. Ihr könnt es wirklich überall machen. Ihr braucht nur euch selbst. Es ist alles nur mit dem eigenen Körpergewicht und euer Handy, wenn ihr es mit der App macht. Deswegen, probiert's aus, ich leg's euch ans Herz, es macht euch süchtig. 6, 7, 8.